willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Antonia und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute möchte ich gerne wieder ein paar Bilder nachmalen, denn das hat mir beim ersten Mal sehr viel Spaß gemacht. Außerdem möchte ich für mein Zimmer eine kleine Bilderwandecke haben, denn ich finde, dass man nicht auf den ersten Blick erkennt, dass Malen mein größtes Hobby ist. Es sei denn, man guckt sich vielleicht meinen total mit Farbe verdreckten Schreibtisch an. Ja, weiß ist eine schlaue Wahl. Das Video war eigentlich ganz anders geplant, denn es sollten 3 einfache, schnelle Bilder werden, ohne großen Malaufwand. Davon hat tatsächlich nur eine Sache funktioniert, deswegen musste ich ein bisschen umdisponieren und ihr seht eben diese eine Sache, die gut funktioniert hat und ein aufwendiges Bild. Also es tut mir leid, wenn dieses Video ein bisschen unstrukturiert und random zusammengestellt wirkt, das liegt daran, das ist so. Zu der einzigen Sache, die tatsächlich so funktioniert hat, wie ich sie geplant habe. Und zwar habe ich auf Instagram dieses Video hier gesehen. Und da bestickt jemand eine Leinwand. Und das finde ich ziemlich cool. Außerdem sieht es nicht so super kompliziert aus. Und es sieht so aus, als würde es schnell gehen. Davon bin ich ein Fan. Und man braucht kein besonderes Malkönnen. Also wollte ich das mal ausprobieren. Zuerst habe ich mir eine Farbe ausgesucht. Und das ist tatsächlich dieselbe Farbe, mit der ich die Tasche in meinem letzten Video komplett angemalt habe und dann bemale ich einfach ganz normal die Leinwand. Dann muss man sich natürlich auch ein Motiv auswählen und es gibt so viele schöne Motive. Meins ist natürlich wieder auf Pinterest und ich habe mir so viele auf meiner Pinnwand für Art Inspiration gemerkt. Ich konnte mich anfangs überhaupt nicht entscheiden und habe mich dann aber für dieses hier entschieden. Und dann müsst ihr mit einer Nadel, ich habe jetzt hier so eine breitere Sticknadel, Löcher stechen. Was ich nicht beachtet habe, ist, dass da natürlich der Keilrahmen ist, also dieser Holzrahmen, in den man keine Löcher stechen kann. Deswegen konnte ich nicht den unteren Teil meines Motives mitkopieren. Das war leider echt schade. Damit man das Motiv am Ende auch gut erkennen kann, müssen immer dort Löcher sein, wo die Richtung der Linie sich ändert. Also zum Beispiel im höchsten Punkt an der Kurve. Mein Mathe-LK-Lehrer würde das jetzt Wendepunkt nennen. Wundert euch nicht, denn ich habe 2 Bilder gemacht und ich wollte bei dem ersten erstmal in Ruhe ausprobieren, welcher Stich sich da am besten eignet. Und am zweiten zeige ich euch jetzt, wie ich das gemacht habe. Und zwar habe ich einen Rückstich oder Rückwärtsstich benutzt. So, hier folgt meine Erklärung für diesen Stich. Also man fängt natürlich hinten an, damit der Knoten auch hinten ist, und setzt einen Stich ganz normal. Und wenn man dann hinten wieder rauskommt, geht man 2 Löcher weiter und sticht quasi wieder zurück. Und das soll eben so eine durchgehende Linie kreieren. Und worauf ihr auch aufpassen solltet, oder vielleicht passiert sowas auch immer nur mir, weil mein Faden so lang war, hat er sich sehr oft verheddert. Also ich musste den oft wieder nachziehen und manchmal war es schon zu spät und dann war da schon ein Knoten drin. Das war sehr ärgerlich. Dadurch habe ich teilweise an einer Stelle meine Leinwand schon kaputt gemacht bei diesem Bild. Aber das konnte ich dann wieder reparieren zum Glück. Ich muss sagen, das ist eine ziemlich gute Nebenbei-Beschäftigung, wenn man so eine Serie guckt. So habe ich nämlich mein erstes Bild gemacht und es hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Nur ich hätte nicht gedacht, dass es so lange dauert. Also an dem hier saß ich jetzt 45 Minuten und das Motiv ist ja eigentlich relativ simpel. Also das war dann doch ein bisschen aufwendiger, als ich gedacht hätte. Ich muss sagen, dadurch habe ich wieder richtig Lust auf Sticken gekriegt, denn ich habe noch ein paar alte T-Shirts von meinen Eltern, die ich gerne besticken würde. Also vielleicht mache ich darüber bald ein Video. Und das sind meine 2 fertigen Exemplare. Auch noch mit der Tasche vom letzten Video, aber da kommt gleich das Bild hin, was ich als nächstes machen werde. Zur aufwendigen Sache. Die hat auch nur was mit Malen zu tun und das hat auch tatsächlich lange gedauert. Das Video an sich, wie ich das male, ist 3 Minuten lang und ich weiß, dass ich darin 3 Tage gesessen habe. Natürlich nicht komplett, aber trotzdem, schon Wahnsinn. Auf jeden Fall, kennt ihr vielleicht diese Fotos, wo Leute sich ins Wasser legen und Blumen dazu packen und da entstehen so, so wunderschöne Bilder? Und hätte ich das Equipment, um das nachzustellen, würde ich das vielleicht auch tun. Ist aber nicht der Fall, deswegen dachte ich, ich male das. Und dieses Bild war so meine Hauptinspiration. Allerdings gibt es da ein paar Sachen, die mir nicht so gut gefallen und die ich gerne ändern würde. Und ja, das ist so ziemlich, was ich jetzt mache. Ich habe schon die Leinwand mit der Vorskizze vorbereitet und als erstes kümmere ich mich um den Hintergrund. Da werde ich immer dunkler, je näher ich an sie rankomme. Und als es dann darum ging, so ein bisschen ihre Haare anzudeuten, habe ich eben Braun ins dunkle Blau mit reingemischt und bin aber immer wieder mit dem hellen Blau rübergegangen,
damit das quasi so aussieht, als wäre das da drüber, also als wäre Wasser da drüber. Ich habe mir eine neue Hautfarbe besorgt und ich muss sagen, die ist überhaupt nicht gut gewesen. Das sah am Anfang total doof aus, die war irgendwie nicht so richtig deckend. Deswegen musste ich 2 Schichten mit der Haut machen. Und eben da, wo sie noch unter Wasser war, habe ich ganz stark Blau mit reingemischt. Sofort als die Haut fertig war, habe ich dann Augenbrauen und Wimpern hinzugefügt, weil ich fand, dass sie total gruselig aussah ohne. Und ich kann euch sagen, Wimpern mit Pinsel zu machen ist total schwer und ich habe immer noch nicht eine gute Technik dafür gefunden. Mal abgesehen davon sind meine Pinsel auch schon total ausgefranst, also ich brauche wirklich neue Pinsel. Was ich auch gemacht habe, schon bei der Vorskizze, ist die Form ihres Mundes total verändert. Und da muss man wirklich echt aufpassen, weil das oft so wirken kann, als würde es nicht zum Gesicht passen. Deswegen empfehle ich euch bei der Vorskizze schon so weitere Gesichtsmerkmale um den Mund herum mitzumalen, um zu gucken, ob das realistisch wirkt. So, das ist der Zwischenstand. So sieht es bis jetzt aus. Mir gefällt es ganz gut, aber ich finde, es sieht noch nicht genug nach Wasser aus. Besonders hier jetzt zum Beispiel so an den Stellen soll halt wirklich unter Wasser sein. Deswegen würde ich gerne was ausprobieren. Und zwar kann man Acrylfarbe sehr stark mit Wasser verdünnen und dann eine ganz, ganz dünne Farbschicht auftragen. Das nennt sich Lasur. Und ich hoffe, dass es danach noch mehr nach Wasser aussieht. Das werde ich wahrscheinlich in einem hellen Blau oder in einem Weiß machen. Hoffentlich klappt das und ich ruiniere es nicht. Also, das ist das, was wir jetzt machen. Wünscht mir Glück. Ich habe das dann tatsächlich in beiden Farben gemacht. Und bei der weißen Lasur habe ich dann die ganz dick aufgetragen, also mit viel Wasser auch, damit das so runterläuft. Und dann mit dem Baumwolltuch an manchen Stellen abgetupft. Und dann gab es so eine weißen Flecken, so eine Musterung halt. Und ich fand, das sah sehr nach Wasser aus und darüber habe ich mich echt gefreut. Ich finde, die Blumen sind mir leider nicht so schön gelungen. Ich habe versucht, die farblich aufzubauen und das Rosa wieder mit reinzubringen, denn das ist ja in meinen anderen Bildern auch und ich wollte, dass sie halt farblich gut zusammenpassen und sich das ineinander so ein bisschen widerspiegelt. Das Innere der Blume habe ich mit 3 verschiedenen Gelb- und Ockertönen gemacht und das Grün habe ich auch mit Ocker abgemischt, damit es ein bisschen dunkler und erdiger aussieht. Ich meine, das heißt verunreinigen, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ich weiß auf jeden Fall durch Kunst-LK, dass es dann keine rein bunte Farbe mehr ist, glaube ich. Ich hoffe, das stimmt. Egal. Auf jeden Fall habe ich das dann mit Sprühlack angesprüht, da mein normales Varnish zum Aufpinseln leider leer war. Und ich bin auch echt nicht zufrieden mit dem Sprühlack, deswegen gab es nochmal Haarspray drüber und ein bisschen Weißglitzer an manchen Stellen, damit es halt glänzt und nach Wasser aussieht. So, das ist meine fertige Bilderecke und ich bin wirklich mega zufrieden. Ich finde, die Bilder passen super zusammen und das, obwohl sie so verschieden sind. Und das Ganze gibt meinem Zimmer einfach einen persönlicheren und kreativen Touch und macht das Ganze sogar ein bisschen gemütlicher, denn ich habe eine Lichterkette dazu gepackt. Die ist jetzt nicht so super hell, weil sie eine 1-Euro-Shop-Lichterkette ist. Aber trotzdem sieht es wirklich mega gemütlich aus, zum Beispiel noch mit einer Kerze an. Und das Gute daran ist, dass man ja immer Bilder austauschen kann oder noch was dazustellen kann, wenn man was Besseres hat oder einem etwas nicht mehr so gut gefällt. Also sie ist wirklich sehr variabel. Und wenn es euch genauso gut gefällt, dann lasst doch ein Abo und einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns hoffentlich in meinem nächsten Video wieder.